Heute zeige ich euch, wie man aus einer solchen Wand eine Burgmauer bauen kann, eine Wand anders gestalten kann, wie im Kerkerstil oder Burgenstil. Das Schöne daran ist auch, es ist überhaupt nicht teuer, erfordert natürlich nur etwas Zeit und ein klein wenig handwerkliches Geschick, aber wenn ihr das Video hier anseht, dann bin ich mir sicher, dass ihr es vielleicht auch hinbekommt. Denn diese Steinmauern, wenn man sich die kaufen möchte im Baumarkt, da wisst ihr selber, da seid ihr schnell bei 20 bis 40 Euro den Quadratmeter. Und diese Steinmauer hier, sie ist zwar nur Styropor, aber vom Effekt her super. Ja, hier kleben jetzt also die ganzen Styroporblöcke mit dem Styroporkleber. Insgesamt habe ich 8 Kilo gebraucht, sind 2-4 Kilo Eimer, ist nicht zu viel. Erst haben wir das mit diesem normalen Spachtel aufgetragen, der eigentlich dafür da sein sollte, haben wir dann festgestellt, die Wand ist ja auch ein bisschen puckelig, dann klebt das vielleicht irgendwo nicht. Nee, wir haben es dann später etwas grober aufgetragen, das war besser, seht ihr gleich auch. Die meisten Stücke werden natürlich schneller vorgespult, damit man das sieht, was nicht ganz so wichtig ist. Aber nachher kommen auch noch ein paar wichtige Schritte, wie man zum Beispiel schneiden muss und so. Und dann wird das Video natürlich auch mal zwischendurch langsamer gemacht. So, nachdem alles verklebt ist und alles auch gut hält, geht es an die Anzeichnung der Steine. Dafür habe ich eine Richtplatte genommen, die geraden Linien gezogen und ich habe jetzt die Maße 40 x 25 genommen und natürlich immer darauf geachtet, dass die Steine auch versetzt sind, so wie es auch bei einer richtigen Mauer ist. Und anschließend haben wir dann die angezeichneten Steine mit einem Akkubohrer und einem Aufsatz, ja, was soll ich jetzt sagen, vielleicht sieht man den nachher im Video, diese Konturen sind wir erstmal einmal nachgegangen. Damit wir auch nicht eine komplette gerade Struktur kriegen, sondern damit das auch ein leicht ein bisschen schräg und so ist, wie da halt eine Kerkermauer auch sein soll. Aber nachher beim Schneiden habe ich auch festgestellt, war vielleicht nicht ganz so super, da habe ich dann eine andere Technik, aber die kann ich in einem zweiten Teil mal zeigen. Die finde ich persönlich etwas schöner. Wichtig ist dann natürlich auch nachher beim Schneiden, dass man dann auch immer, wenn man das sieht, wenn ich schneide, dann schneide ich und dann zack, ziehe ich das ein bisschen raus, damit diese Styroporkugeln nicht zu viel drin bleiben, weil das soll man ja später nicht sehen, die Styroporkugeln, damit man das ja nicht sieht, dass es Styropor ist. Naja, ihr werdet es ja nachher sehen. Wichtig ist, die Messer sollten sehr scharf sein. Das heißt, wenn man, sobald man merkt, es ist nicht mehr so schön, da durchzuschneiden, sofort ein anderes Messer nehmen oder eine andere Klinge. Ja, und dann, wie gesagt, reinschneiden und dann immer wieder rein mit dem Messer vorsichtig und daraus zack, klappen. Sage ich jetzt mal, wegen diesen Styroporkügelchen, was ich ja sagte. Aber dann ist noch wichtig, wenn man die Furchen oder die, mein Gott, immer wenn man sagen will, kommt man nicht drauf. Die Fugen, so, wenn man die Fugen dann ausgeschnitten hat, danach nochmal nachgehen, aber das seht ihr im Video am besten, damit der Stein auch dreidimensional später viel besser zur Geltung kommt. Und dann wird auch dementsprechend noch Kerben etc. reingeschnitten. Aber schaut selber zu.
So, ab und zu werden mal Kerben reingemacht, so wie da. Ne, in den Stein. Oder Abschürfungen. Hier gut auch zu sehen. Und jetzt habe ich hier schon, ihr seht hier, hier dieses, das sieht ja schon aus wie so ein geätzter Stein. Und ne, so wie hier, das muss ich teilweise auch noch machen. Aber ich wollte jetzt erst noch mal die Sachen hier verspachteln bzw. mit Acryl verschließen. Und dann gehe ich noch mal teilweise wie so hier drüber. Und zwar ist das einfach nur Nitro. Ich glaube, mit Terpentinersatz müsste das auch gehen. Ganz vorsichtig mit der Sprühflasche sprühen. Und dann sieht es schon so aus, als wenn die Steine so sein müssten. Verdünnung. Ja. Also genug Abfall ist das auch schon. Ja, und weiter geht's. Ich habe erst versucht, die Übergänge mit Acryl zu machen. Das ist aber wahnsinnig schwer, weil dann man immer noch so viel sieht. Und jetzt habe ich mit Rotband gemacht. Und damit da auch noch ein bisschen Struktur drauf kommt, habe ich überall so ein Kleckschen drauf gemacht. So, damit das nachher so nicht so auffällt. Aber das sieht man erst spätestens dann alles, wenn alles lackiert ist, später angemalt ist. Damit die Steine alle noch Struktur kriegen. Ja. Jetzt muss er erstmal trocknen. Noch ein paar Feinheiten machen. Und dann geht's langsam los ans Streichen. Nachdem alles fertig war, ging's ans Streichen. Erstmal wurde die komplette Wand einmal mit Lichtgrau, mit der normalen Fassadenfarbe oder normalen Innenraumfarbe gestrichen. Und dann natürlich gewartet, bis es getrocknet ist. Den Schritt habe ich jetzt nicht gezeigt, weil das eigentlich nicht sonderlich dramatisch ist, aber in meinem zweiten Teil zeige ich trotzdem nochmal mit. Und danach kommt eigentlich der entscheidende Teil, das, ich sage jetzt nicht das Lackieren, auch das Bemalen bewusst, ein Dunkelgrau in die Fugen und auch in die angeschrägten Fugen, die wir geschnitten haben, rein. Teilweise auch noch auf der Platte so ein paar Kleckse drauf und wenn da Vertiefungen sind, da auch die dunkle Farbe. Und dann habe ich ein zweites Pöttchen mit Wasser und mit einem anderen Pinsel, wo ich dann immer wieder verdünnt mit dem Wasser drüber hergehe, damit das schön ineinander verläuft. Damit diese 3D-Optik natürlich noch viel besser zur Optik kommt. ja. Und nachdem ich dann alles fertig hatte, war mir das doch noch zu hell. Dann bin ich nachher dann trotzdem nochmal komplett drüber hergegangen und bin komplett nochmal, aber dann auch wieder verdünnt und viel mit Wasser, sodass das teilweise auch teilweise verläuft oder kurz vorm Zerlaufen ist, dass so trocknet. Ja, und dann das Ergebnis seht ihr ja nachher selbst.
Jetzt sehen wir das fertige Ergebnis. Ich habe oben über der Mauer natürlich auch noch ein paar 1 Watt LED-Strahler nur eingebaut. Reicht vollkommen. Bei Tageslicht sieht man nämlich dann trotzdem noch diese ganzen Kleinigkeiten, die man eingeritzt hat. Und abends, das seht ihr jetzt auch sofort, wirkt es noch extremer als Kerkerwand oder Burgmauer mit dem Licht zusammen. Ist eine wunderschöne Sache für manche, für einen Partykeller oder wie ich jetzt hier im Wohnzimmer als Blickfang. Super genial. Macht Spaß, aber man muss halt auch die Zeit sich dafür nehmen. Dafür hat man was, was nicht jeder hat. Und ja, was wollte ich noch sagen? Achso, in meinem zweiten Teil werde ich dann so was Ähnliches machen, nur mit einer mit einem Fenster noch da drin. Und da werde ich die Arbeitsschritte natürlich auch nochmal erklären. Also, wenn ihr wollt, dann schaut euch den zweiten Teil auch nochmal an.